Hallo, willkommen zu einem ersten Spiel. Da ist nur mit Russland drin. Obwohl ich es mit der Suche noch nicht so 100% begriffen habe. Manchmal komme ich da rein, ohne in einem Spiel drin zu sein, obwohl ein Platz auf ist. Keine Ahnung. Aber man scheint auf jeden Fall relativ schnell ein Spiel zu finden. Also wir sind jetzt hier voll. Und ich sehe nie einen Gegner kommen, sondern genau Match found. Also ich glaube, die füllen immer eine Seite der Lobby. Und dann kommt man direkt gegen den Gegner, so dass man eben nicht den anderen Gegner sehen kann. Also ich vermute mal, das hat was damit zu tun, um den Lobby-Simulator ein bisschen zu entkräften. Wenn man immer guckt, oh, wie stark ist denn der Gegner im Verhältnis zu unserem Team? Und dann sagt man, nee, mit dem spiele ich dann nicht. Ne? Und wenn man nur das eigene Team sieht, nicht das gegnerische Team, dann ist das eigentlich eine ganz nette Sache. Da wird einfach gezockt. Ob es dann fair ist, ist auch eine andere Frage, aber ist ja bei Wargame auch nicht fair gewesen. Also und daher ist die Suche hier massiv schneller. Die haben natürlich auch fünfmal so viele Spieler wie Wargame derzeit. Ne? Aber das wirkt auf jeden Fall besser, die Suche, wenn man den Gegner nicht erkennt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Russen, die machen wir mal fertig. Achso, man kann jetzt hier malen. Was bedeutet das in jedem zweiten Spiel, wo ich geladen habe? Im Grunde genommen ein Penis gemalt wurde von jemandem. Ja? So. Aber für richtige Multiplayer-Runden mit Freunden geht's, glaube ich. So, Capture All Objectives, da gibt es keine CVs. Ist jetzt die Frage, wo die Objectives sind. Da kommen wir raus. Da ist eins, mit dem beginnen wir. Da ist das Neutrale und hinten ist das Gegnerische. Dann gehe ich jetzt einfach hier auf die rechte Seite und versuche mein Glück. Wobei ich würde lieber den Häuserkampf machen, ehrlich gesagt, links. Da geht auch schon wieder rein. Da ist das Objective der Gegner, da ist unseres. Ja, da mache ich jetzt diese Infanteristen. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit. Zack. So einen Dude. Und dann hat man doch eben die Leute mit den Reichweiten, ne? Also die. Ich habe vergessen, wer es war. Die Raider hatten das, glaube ich, ne? Ne, die waren Häuserkampf. Die Mech-Leute. Ah, dann machen wir einfach ein Tow-Team, dass man hinten Feuersupport gibt. Ich glaube, es hat auch schon nebenbei angefangen. Transporter kann man auch so reinholen, wenn man will. Einen Max, den Maxman rein zum Scouten. Und dann den Cavalry-Scout, ein bisschen für außen. Genau, jetzt hat es nämlich begonnen schon das Spiel. Dann gucke ich jetzt, dass ich unsere Super-Kobe reinhole, um Hubschrauber abzufangen. Und dann sollten gleich Flugzeuge kommen, dann starte ich direkt meins. Und da ist schon das erste. Dann komme ich jetzt mit der Hornet rein. Lack, 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 lack. Wir hatten noch schon einen Abfangjäger, okay. Ja, gut. Wir haben wohl eine unglaublich große Luftarmada. So, hier kann man den jetzt nach Hause schicken. Ich denke mal, dass man dann alles Geld zurückbekommt. Ich bin 100% sicher, wie da die Mechanik funktioniert. Meine Hubschrauber kann ich da rechts einsetzen. Die Super Cobra kann ihn nämlich abknallen. Wahrscheinlich landen die aber AAs, ne? Also wenn die vorher landen, lohnt sich's nicht. Reichweiten kann man leider nicht anzeigen. So, da kommen ein paar Fallschirme runter. Weiß nicht, ist das ein Minenfeld, was du abwirfst oder Truppen? Ich glaube, das sind Soldaten, die er abwirft. Ich versuche da auf jeden Fall auszuhelfen. Links ist jetzt auch einer aufgetaucht, leider. Aber das in der AA. So, Super Cobra ist hier. Bam, 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 bam. Also für mich ist das sehr schwer, die Modelle zu erkennen, wenn da Animationen sind. Das hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen eleganter machen können. So, die ist schon leer, das Rocket Pod. Das heißt, wir haben nur noch ein MG. Ja, das scheint gar nichts zu machen von jeder, oder? Wieso kommt das von mir von dem Schaden? Ja, ich bin aber Half-Life, also ich fliege jetzt ganz nach Hause in den Helikopter. Und mache hier links mein Ding. Dachte ja, ich könnte die abknallen. So, alle Truppen raus.
Der Kavallerie-Scout, der geht da vorne hin. Da war wohl schon ein Gegner da vorne. Infanterie. Die haben wir es nach Hause bringen. Das ist mein Sniper-Team. Gut, also wenn er links macht, dann mache ich jetzt rechts, ne? Dann gehen wir erstmal von Haus zu Haus. Geht der Artillerie-Spam runter. Nice. Das ist mein AA-Infanterist. Da kommt der Freund. Er. Hornet. Ach, schon tot, okay. Also, ich verteile jetzt erstmal ein paar Infanteristen, um sich zu schaffen, ist meine Überlegung. Diese Mac-Dudes hier vielleicht. Marine Raider, das sind ja die Nagel. Ne? Ich packe die jetzt mal hier in die Büsche. Erstmal hier ein bisschen eine Linie etablieren. Wir haben den Punkt hier in der Mitte, ja, das ist ja wohl der Siegpunkt. Wenn wir den letzten noch haben, haben wir instant gewonnen übrigens, wenn wir keine Siegpunkte ticken. Ich sehe zumindest keine. Aber die Regel ist, wenn man den vierten hat, hat man gewonnen. Also, wenn wir den erobern, haben wir gewonnen. Rennen lassen, das nächste raus. Ja, die mal Nachschub abgeworfen. Können wir auch mal vielleicht so einen Nachschub holen. Wie gesagt, bei dem einen klappt es ja nicht. Versuch's mal mit dem hier, ob das Nachschub ist. Dann lege ich ihn da vorne hin. Luftabwehr vielleicht ein bisschen verstärken. Also ich finde das halt sehr schwer zu lesen. War das meine Luftabwehr? Ich glaube, das war meine Luftabwehr. Da hat unser teurer Panzer. Die drehen sich nicht automatisch den Gegner, wurde mir gesagt. Das ist nicht so dolly. Okay, das ist keine Deckung, der Baum hier sehe ich gerade. Aber ich fahre nochmal hier vorne hin. Ah, das wären 1700. Ich weiß die Reichweiten jetzt nicht auswendig, leider. Das ist ja der mit der Superpanzerung, ne? Und ich habe ja da einen Marksman stehen. Und da versuche ich jetzt hier ein bisschen Druck zu machen. Ganz schön Sachen mit rein. Also immer das für ein Fahrzeug hier ist, das scheint auf jeden Fall hart mitzuhalten in meinem Panzer. Ich habe jetzt leer geschossen. Ich denke mal, der braucht eine Pause, der Panzer. Und dazwischen die Häuser, nice. Dann versuche ich hinter, zwischen den Häusern hier zu haben, ein bisschen Deckung. Unsichtbar geworden, der Gegner. Also anscheinend ist es doch Deckung, ist aber unsichtbar geworden. Hat er den getötet? Ich kann nur Mut machen, dass es jetzt die Reaktivpanzerung war. Wie das World of Tanks hier. Die sind auf jeden Fall sehr stabil. BMP, Terminator. So, jetzt weg der Terminator. Mein Sniper ist leider auch tot. Hier gibt es ja Symbole dran, wo keine Erklärungen bei sind. Da muss man raten. Oh. Jemand das Gebäude kaputt gemacht. Okay, ich habe jetzt meine gesamte Armee vergessen, ne, zu steuern. Ja, man kann die nicht mit U einfach ausladen. Man muss U drücken und dann irgendwo hinstellen, den Trupp. Das ist ein bisschen störend von der Steuerung. Ich hoffe, das ändern sie noch. So, ist das jetzt Nachschub hier vorne? Und wie lade ich den jetzt aus? Unload, hier vorne. Kann man dann eine Base machen? Infanterie nach vorne bringen. Das ist meine Luftabwehr.
die Raider durch die Häuser ziehen. Die Transporter, wieder nach Hause. Da ist jetzt ein Raketenwerfer. Und Haus zwischen uns. Ich stelle mich mal hier vorne hin. Hier, dass wir die Straße runterfahren. Bam. Rakete, Schneckentempo. Wir haben die jetzt abgefangen. Ich vermute mal, dass jetzt keine Smoken, dass ich keine Antiraketen mehr habe. Ich habe jetzt dreimal den Rückwärtsgang eingepflegt. Klappt das einmal? Reverse Mode. Da. Go, go. Oder mein Ding ist jetzt kaputt. Das soll heißen, dass der Motor kaputt ist. Das kann ich jetzt nicht sagen, genau. Flugzeug. Hornet. Ah, ich hätte wieder abgeknallt. Und lasse ich die einfach gleich kreisen. Ja, mein Panzer, der scheint Schrott zu sein, ne? Smoke angemacht. Oh, der ist schon da vorne? Okay. Dann bleibt man im Haus, dann kannst du ja da rausballern. Und eine Torrakete. Bam! War mir eine Freude. Hier den Panzer kann ich glaube ich nicht mehr beschützen, ne? Also ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich habe einen Unload gemacht, das ist nicht passiert. Wir können jetzt an die Front fahren, vielleicht versorgt er den irgendwie. Weil der wird ja hier jetzt abgeknallt, ne? Kann ja nicht mehr wegfahren. Also keine Ahnung, wie das funktioniert. Null Plan. Hol ich mir mal eine AA da rechts. Hat jemand mein Flugzeug gesehen? Wird hier rechts, glaube ich, sonst angezeigt. Wenn der ist jetzt eh tot, ich knall den mit dem MG ab. So, lass mal gucken, dass wir den jetzt hier nehmen und wir schmeißen Nachschub ab. Genau, wir machen das mal voll. Und schmeißen den hier zu den Jungs. Vielleicht kann der den ja transportieren danach. Ah, da liegt schon welcher, okay. Egal, ich schmeiße ihn jetzt mal ganz aggressiv an die Front. Tot. Das war ich gar nicht, ne? Ich meine, da kommt noch. Aber vielleicht war das eine Warnung. Der hat die Waffen jetzt immer noch bei, ne? Ich schmeiß ihn jetzt mal da ab. Ich habe jetzt leider nicht hingeguckt, sonst würde ich auf einen Strafing Run ziehen. Kann ich das dann direkt danach machen, dass ich einen Bombing Run da drüber ziehe mit Shift? Das glaube ich nicht. Ja, die schießen schon auf mich. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich wollte sonst hier... Das ist Bomben. Wir sehen ja die gesamte Backline von denen, ne? Ich hole jetzt einfach Panzer und fahre da durch. Das ist mein Pilot. Sturm MS, keine Ahnung, hat der Waffen? Hey, der Infanteristen ausgeladen. Sneak jetzt auf jeden Fall mal hinter die. Hast du noch Mun? Auch keine. Also er bräuchte Mun, damit das funktioniert, aber der deckt die da vorne zumindest mal auf. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da drin ist in dem Ding, ob überhaupt irgendwas drin ist, ob das irgendeinen Nutzen im Spiel hat, das Teil. Kein Plan, was das macht. Also den müsste ich eigentlich hier nach hinten schleichen, damit er sich hier Mund holt. Und dann holen wir vielleicht nochmal einen. Ansonsten ziehen wir jetzt einfach ganz viele Infanteristen da durch. Keiner gegen Hubschrauber. Gegen Panzer. Und sobald ich herausfinde, was Nachschub ist, hätte ich auch noch Nachschub dabei gepackt. Oh, noch einige Fahrzeuge.
Jo, ich bin hinter denen. Weiß nicht, was hier Laserside ist, das Grüne. Also die haben ja auf jeden Fall hier Raketen. Wir sind jetzt hier hingestellt in das Hochhaus und dann kommt die über die Straße runter. Dann kann ich die kaputt machen. Ich denke, dass das irgendeine Art von Markierung ist mit Laserside. Haus reinkommt, da kann ich mir anschleichen auf der rechten Seite. Also Abriss-Spam. Also die scheinen eine Menge Support zu haben, die Gegner. Die haben trotzdem den zweiten Punkt erobert, also gewonnen ist das lange noch nicht. Tja, Nachschub. Wir müssen eigentlich noch mit dem Seed-Ding da lang fliegen, ne? Aber wir haben ja Nachschub bei der Front vom Mitspieler. Der Osprey, der kann weiter hinten landen, vermute ich. So, wenn ich den nochmal mache, hier vorne, mit Max. Auch immer den voll gemacht. Bringt die einfach schnell an die Front, lad die hier aus, dass sie hier rumlaufen. Die große Flanke. Der Pilot ist immer noch im Weg nach Hause. Da ist ja der Freund, den wir gesucht haben. Wer den ne, nur Support spielt und keinen Schutz. Hat halt Pech gehabt. Wahrscheinlich hinten hat er auch so einen Nachschubdamm. Da sind sie. Ist ein MG auf dem Dach? Man weiß es nicht. Das Gelände ist ja sicher, ne? Jetzt komme ich hier mit dem Panzer einfach mal durch. Ich glaube, das ist sicherer hier auf der Straße. So weit weg. Achso, du schießt schon noch was, okay. Wir schleichen uns da durch. Ist jetzt eigentlich nachgeladen? Nee. War vielleicht schon leer gewesen. Die Jungs laufen und laufen. Da ist er! Kriegt das nicht kaputt oder was? Hä? Ich hab noch zwei Schuss? Das ist zu stark gepanzert, das Ding. Also ich habe keine Ahnung, was eine Toss ist, aber ich habe jetzt meine gesamte Mund an dem verballert, ja? Sechs Raketen. Das ist natürlich super fail, ne? Ab ins Haus. Also dass der so tanky ist, hätte ich nicht gedacht. Ich komme erstmal den Heli runter. Ja, das ist glaube ich. Also ich laufe mal schnell in das Haus. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass das Smoke poppen. Dass er den nicht kaputt bekommen hat mit so vielen Raketen, ne? Da komme ich noch nicht ganz drüber hinweg. Von da hinten gefeuert, ich hätte da stehen bleiben können im Haus. Ja, mit Erde reinfliegen haben wir schon gesagt, dass wahrscheinlich sowas kann. Sehr schön. Ich
Die wissen halt nicht, wo ich bin. Ich bin aber auch überall. Ich habe keine Munden mehr mit dem. Da fährt eine Artillerie auf der linken Seite. Okay, versuchen wir da jetzt reinzugehen. Bin ich der Einzige, der an der Front ist, oder bilde ich mir das nur ein? Noch eine Rakete. Ja, von da oben schießt die besser. Ne? Ich denke, dass das ein Höhenunterschied sein wird. Ne? Aber wenn wir ihn zurück ins Haus bringen, schießen die wahrscheinlich mehr Raketen ab. T90 sind das da. Was ist denn das da für eine Reichweite? Ah, ist er das weggemacht? Also die war auf jeden Fall gut, die Reichweite. Dann gehe ich jetzt auch in das Haus mit dem. Raketen kommen da rein. Bin ich von der anderen Seite. JA Rifleman, bringen wir den auch ins Haus. Da scheinen ein paar viele Raketen zu kommen. Gut, dass der Gegner, der Mitspieler ist markiert, der muss auch mitmachen. Ich bin ja hier, ich mache ja schon meinen Job. Raketen, Raketen. Okay. Bam, 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 überall Gegner. Raketen. Haben wir aber auch nicht gleich. AA-Rifleman. Ah, ich glaube, vielleicht besser gewesen, im Haus zu bleiben. Also ich fahre jetzt mal zurück, die Panzer. In der Hoffnung, dass ich die reparieren kann. Ich glaube, im Nachschub, mir ist noch so ein bisschen unklar, wie ich das im Nachschub mache, ne, in dem Spiel. Also das eine hat ja nicht funktioniert, das andere funktioniert eigentlich auch nicht. Vielleicht muss ich den einpacken vorher, vielleicht war das Problem letztens gewesen. Ich fahre den jetzt mal hier an die Front. Das könnte funktionieren, vielleicht habe ich den Knopf letztens vergessen. Hast du nachgeladen? Ja, der hat wieder seine Raketen, nice, wieder auch an die Front. Da hat jemand Napalm hingeschossen. Go, go. Ich glaube, der Panzer ist verbrannt von mir, der eine. Ach genau, ich habe ja ganz vergessen. Der sollte doch hier die Truppen einfach mal ausladen. Und dann back home. Also vier Squads sind da drin. Hier unten. Kann sein, dass er jetzt stirbt. Ich würde aber einfach mal machen. Hallo. Jetzt kommen da unendlich viele Marines raus. Also 24. So, und dann ab nach Hause. Ich meine eben nur in MGs, aber dann kann ich zumindest gucken, dass keiner in der Flanke steht. Er geht irgendwie nach Hause. Das ist unser Sniper-Team. Der Nachschub ist hoffentlich unterwegs, oder? Genau, da vorne ist der Nachschub. Also wenn wir hier vorne zwischen den Häusern, versuche ich das. Unload. Wegen Sichtschutz und so. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen unsichtbar noch ist da. Dann versuche ich die alle zu reparieren da an der Stelle und aufzutanken, um Munition zu fassen. Und dann machen wir weiter Druck. Ja, keine Ahnung, was man jetzt hier braucht. Ne? Wollen wir mal einen Mortar da reinnehmen oder eine Artillerie? Wohl, die haben ja alle Artillerie. Und Luftwaffe trauen die sich, glaube ich, nicht mehr. Kommt immer wieder ein Hubschrauber, also jetzt mal einen von denen hin, obwohl da auch schon welche stehen, sehe ich gerade. Holen wir noch einen von den schönen Panzern. Hier, ja.
K52. Leider unsichtbar geworden. So, Nachschub ist hier. Das heißt, den kann ich jetzt nach Hause bringen wieder. So funktioniert das, dann haben wir das jetzt endlich. Warum wird er jetzt hier, also machen wir auch wieder die Panzerung dran. Die Reaktivpanzerung, was wir da hatte. Also ich repariere den auf jeden Fall im Schneckentempo. Hier nach dem Postes. 8000 Kilo sind noch da. Ich bringe mal die ganze Armee zurück, der greift sowieso nicht an. Und das Haus wird ja jetzt von den Marines hier vorne besetzt, so lange. Gabriel ist geout. Mal gucken, ob du dich ins Haus schleichen kannst, das wäre klasse. Ansonsten, wenn er da vorne steht, schaffe ich es vielleicht auch hier ins Haus. Panzer ist wie neu, ne? Punkte habe ich. Und jetzt einfach mal eine Patriot da vorne hin. Ansonsten einfach einen Infanterie-Spam, einen guten. Raiders für den Häuserkampf. Und sonst haben wir noch Panzer. Großangriff. Den holen wir uns jetzt den Punkt. Die Rakete. Ja, die Häuser sind voll. Da müsste man wahrscheinlich mal mit irgendwas draufhalten. Artillerie-Support. Kann man nicht tippen im Spiel? Oh, hier wird beschossen. Keine Ahnung, wie man chattet. Da. Lobby, Battle, Team. Please, Arti, aus. Also dieser Häuserkomplex ist ja die letzte Festung von dem wahrscheinlich. Das wäre jetzt mein Verdacht, mit dem ich arbeiten würde. Ich kann uns auch einfach gleich die Infanterie hier vorne ranlaufen lassen in den Häuserkomplex, ne? Hier durch den Wald. Volle Möhre quasi. Die sind alle einsatzbereit. Das gute Haus, das hohe Haus, ja besser, wir jetzt wissen. Ziel, genau diese Artillerie, krass. Die Luftabwehr nach vorne bringen. Nein, die schießen natürlich woanders hin. Also wenn wir die einreißen könnten, die Häuser, das wäre ja auch schon mal etwas, ne? Da ist meine Javelin aufs Dach. Nicht getroffen, würde ich vermuten. Die 80 um. Aus. Das ist leider getroffen. Ich schieße doch meinen Panzer. Ich glaube, der hat meinen Nachschub getroffen. Nachschub-Depot. So. Jetzt habe ich einen Haufen Infanteristen an der Front. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Jetzt holen wir erstmal wieder Nachschub ran. Okay, wenn das so funktioniert. Hoppala. Dann Go-Go Nachschub. Gerät durchstehen. Flugzeug da rechts oben. Warte, kann ich mich nicht auch drum kümmern, oder? Ich glaube, mit einer Hornet. Und schon wieder tot. Gut, jetzt habe ich eine Hornet hier. Dann kreist er aber da hinten. Ich hoffe, das Kreisen so funktioniert in dem Spiel. Okay, da kommt irgendwas.
Er hat ihn entdeckt und schießt da drauf. Also wird er nur geartilleriert, ne? Den Panzer jetzt einfach gewonshottet mit irgendwas, mit der Artillerie. Bin alle getroffen. Häuser. Also meine Panzerarmee ist jetzt gleich da. Also ich lasse jetzt die Infanteristen vorlaufen und dann die Panzer hinterher. Und der nächste Raketenspam. Der hat zwar zurückgeschossen, aber der ist jetzt tot, ne? So, und jetzt mit All, was wir haben, All in. Die werden auf jeden Fall gut beschossen von allen Seiten. Aber ich kann nicht ins Haus kommen, aber wir rennen nicht. Wieder Artillerie. Alle rein da. Go, go, go! Einer ist im Haus. Aber den Panzer also über den MG-80. Ne, der hat keine Waffen dafür, das sind diese MG-Trupps, ne? Dass ich da reingehe, sterbe ich nur. Ich kann hoffen, dass der Rest der Panzer was macht. Aber der ist ja auch mein Mitspieler, ist auch beim Angriff am Durchführen. Also, wenn wir es zu zweit machen, klappt es ja vielleicht. Ich muss mal um die Ecke fahren hier. Da ist ein Hubschrauber. Da vorne. Weiß nicht, wo meine A-Truppe hin ist. Irgendwann gestorben wahrscheinlich. Egal, jetzt geht nur im Angriff. Ja, wir haben den Sektor erobert. Nice. Meine Infanterie ist komplett dabei draufgegangen, glaube ich. Aber der Rest ist dafür tot. So, wollen wir mal gucken, ob wir mit den Zeitwinders da reinfliegen können. Weil da sind ja ein paar Helikopter da vorne. Kann natürlich sein, dass sie jetzt alle sterben. Aber wir haben die ja gerade so ein bisschen überfahren. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Schnellbewegung in die Backline. Ich glaube, ich muss mich hier mal ausrichten auf die Brücke. Da kommen jetzt zwei Panzer. Armata. Da kommt die ganze Panzerarmee. Zurück. Ich würde gerade sagen, ich könnte auch mal hier vorne einen kreisen lassen. Die hatten hier ATGMs, ne, oder? Aber können sie eigentlich auch an den Hochhauskomplex gehen, dann kann man runter alles abballern. Okay, der hat hier einfach geklustert, da habe ich drei Panzer verloren. Und alle meine Raketen sind daneben. Aber ich bringe mich mal hier in die Position, überall zu kämpfen, hoffentlich. Tot. Gewonshottet. Ja, aber Hauptsache mein Mitspieler kann wenigstens was machen. So, die Hubschrauber sind jetzt hier. Mit denen sollte ich doch jetzt die Panzer da auch wegsnipen können, ne? Also nicht, Leute. Nehmen wir mal den Panzer da weg. Das ist keine Rakete dafür. Nehmen wir den Minigun, okay.
egal, jetzt ist das große Panzer. Ich dachte, die hätte Raketen gehabt. Ich dachte, die noch gespottet wurden. Dann die Zeitbilder, genau. Ich hätte ja gar nicht mehr blutig was gehabt. Die hatte die ja ausgetauscht. Ich hab das vergessen gehabt. Eine Rakete? Auch keine mehr. Gut. Okay, da kann die Super Cobra ja gar nicht einsetzen da. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das alles schlecht. Na, wir haben den Punkt erobert. Hier noch ein Panzer. Den Nachschub habe ich noch nicht ausgeladen, ne? Genau. Dann kann ich den nämlich direkt hier vorne an die Front bringen. Ganz raus. Zurück. Zu weit weg zum Abschießen wahrscheinlich. Ja, ja. So, wie ist denn hier rechts? Also den Punkt müssen wir noch einnehmen, um das zu gewinnen. Also wir haben wahrscheinlich auch gewonnen, wenn wir 3 von 4 Punkten haben in 10 Minuten, aber wenn wir den noch erobern, dann können wir einen K.O.-Sieg davon tragen, vermute ich mal. So, meine A-Hubschrauber. Wie landet man jetzt? Kann man die nicht auftanken im Feld? Deine Pferdasche feuert. Weil das Artillerie hingegangen oder irgendwas. Wäre ja nett gemeint mit den Pferd. Also ich glaube, dass jeder den Spiel unendlich viel Artillerie spielt. Ja, also ich werde ja nur von Artillerie getötet. Ja, ich gewinne ja sonst jeden Kampf, aber dann kommt der Clusterbomber, dann kommt die Napalm-Artillerie, dann kommt die Gesamt-Artillerie-Spam und was immer das auch gerade war. Also nur Artillerie-Spam wird wohl gespielt hier. So ist es dann eben. Wir gewinnen ja trotzdem. Also Artillerie scheint trotzdem Sachen tötet, das Spiel zu verlieren. Wir haben ja nichts, was die Gebäude einnehmen kann, die Jungs, vermute ich. Ja, Vehikel habe ich keine mehr, ne? Dann Kavallerie Scouts, go go. Also die Transporter. Infanterie nach vorne. Wir halten das halt jetzt 10 Minuten um jeden Preis. Das wäre der Gameplan hier. Dann wieder die Napalm-Artillerie. Ich wollte den eigentlich mit dem mit der Minigun halt machen. Ausladeknopf. Also der lädt dann, wenn du aus dem Hinblick liegt, da wo er gerade ist. Das ist ungesund. Hier die Munition aus. Kann man so in ein Haus rein, das ist ein Nebenhaus. Amis kaufen. Also wenn die jetzt gleich um die Ecke kommen, dann schießen die mal voll auf. Ja? Das ist der Gameplan jetzt hier. Armee verkaufen geht nicht. Stell die mal da rein zum Erobern, damit das kein anderer erobert. Jetzt mal diese Artillerie, wie punktgenau die einen trifft, ne? Gut, dass da ein Haus im Weg war. Ich will nochmal eine Luftabwehr dabei packen. Ja. Ich hätte ursprünglich ja auch mal so eine Luftabwehr hinten geholt. Ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich schon 1000 Mal gestorben, ne? Wo das ganze Feld schießt. Raus als Deko. So viel zur Häuserdeckung. Also das Spiel ist nur ein Artillerie-Fest anscheinend. Wie gesagt, wir gewinnen ja anscheinend ohne, dass wir ein Artillerie-Fest machen. Also daher scheint das nicht unbedingt die OP-Strategie zu sein. Aber dass die Einheiten die ganze Zeit sterben an der Artillerie, ist natürlich nicht schön fürs Gameplay. Ne? Ich hole jetzt einfach Infanteristen weiter rein und fertig. Ich muss den Transporter.
Ich würde eigentlich gerne den Hammi dann zurückbringen, dann kann ich den benutzen. Ich habe ja dann noch die Fantastik raus. Kann ich da nicht einfach reinlaufen? Auch von hinten mal reinlaufen. Ich muss ihn ja nur kurz erobern, dann hat das Spiel gewonnen. Luftabwehr. Cargo. Ob wir den holen können. Wahrscheinlich ist er schon Luftabwehr. Mit der Minigun. Und gut. 60 Mann kommen da rein. Ja, Front ist langsam ein bisschen leer bei uns. Ich weiß noch nicht, wo meine Verstärkung die ganze Zeit bleibt. Also ich habe die da für Ewigkeiten angefordert. 6 Minuten noch. Sonst muss man die irgendwie im Flugzeug reinbringen. Also die Flugabwehr war ja gar nicht so groß. Das bringt ja nichts, wenn ich das jetzt mache. Der wird sofort wieder abgeknallt. Kann man die mischen? Genau. Da kommen halt jetzt jede Menge Panzer. Bam, Treffer. Und sofort kommt unendlich viel Artillerie auf ein. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das inzwischen hier vielleicht mehr als ein Spieler sein könnte, ja? Weil der eine hat die Bodentruppen, der andere hat die Luftwaffe und noch einer hat dann den Artillerie-Spam. Zumindest fühlt sich das ein bisschen so an im Moment. Jetzt haben sie den Sektor jeden Moment wieder. Dann ist wieder unentschieden. Aber ich habe keinen Mann mehr in der Front und auch nichts mehr im Deck. So. Nur ein MG hat der. Daneben. Der Raider rechts wurde auch zerstört. Habe ich überhaupt noch Mitspieler? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch im Spiel drin sind. Ich weiß nicht, wo man das hier sehen könnte. Ich bringe auf jeden Fall Truppen an die Front. Der Gegner erobert das jetzt. So, jetzt laden wir hier vorne die Jungs aus. Oder so hoffe ich. Und dann laufe ich da rein, weil hier überall Panzer. Wie viele haben wir noch? Schuss. Eine. Den haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Und alle tot. Wurde halt wieder geartillerie, ne? Vor Landung. Man muss halt sagen, also das mit der Artillerie, klar, das ist wahrscheinlich so ein 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, ich weiß nicht, wie Leute jetzt mitgemacht haben. Und das ist halt auch bei Wargame und Warn und alles so, ne? Dass sie einen einfach zuklustern mit der Artillerie. In den normalen Spielen wird das hier wahrscheinlich auch so sein, wer Artillerie baut, hat das Spiel verloren. Ne? Das glaube ich mir, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man einfach dann vorbeifährt. Man muss halt unsichtbarer machen und so weiter, ne? Aber in den letzten 3 Minuten macht das hier keinen Sinn. Wenn ich jetzt rausgehe, sterbe ich einfach nur, vermute ich. Ich versuche es trotzdem mal gerade schnell. Um zumindest das Kappen zu neutralisieren. Dann haben wir 2 zu 1. Pop Smoke. Die jetzt wissen, wo ich bin. Aber da ist noch ein Haus rechts von mir. Vielleicht gibt es ja Deckung. Ich glaube nicht, dass er da 3 Minuten überleben wird. Anlauf kommt, klar. Jetzt suchen die mich. Bam! Ja, die sterbt ja, durch reingehe. Ne? Die haben ja auch nur MGs, glaube ich, oder? Genau, sind die MG-Dudes. Also ich kann nichts mehr machen, ich habe nichts mehr da drin. Vielleicht kann ich hier mit den Flugzeugen irgendwas machen. Der Horde zum Scraping Runner ziehen und die Hornet, die fliegen wir mit als Support. Sonst kann ich ja nichts mehr anbieten. Mal gucken, wie das geht. Und dann wird es einfach nur, damit er hier kreist und den Gegner ablenkt. Und da ziehen wir jetzt mal hier vorne einen Bombing Run. Da waren die Panzer eben. Vorne.
wir vorsetzen. Boah, ist das schwer zu steuern. Wie blöd ist das Spiel. So. Das ist die Hornet. Nur wegen der Flugabwehr dabei, wie gesagt. Und dann geht die Karma jagen. Ich habe die Sidewinder hier eingeparkt. Und da kommt jetzt mein Bombing ran. Sind die jetzt ausgeworfen? Ich glaube, der ist vorher gestorben. Naja. Also ich habe das Gefühl, dass egal was ich mache, dass es entweder nicht funktioniert aus Fragezeichengründen. Oder dass, wenn ich was mache, dass dann aus dem Nichts eine Artillerie kommt und ich sofort tot bin. Fürs Gameplay ist das ein katastrophales Gefühl. Und ich sehe aber auch gerade, dass unser Mitspieler hier vorne völlig AFK ist. Also, der hat gar nicht mal versucht, darauf Druck zu machen. Ja, dann wird es wahrscheinlich im Unentschieden enden. Und mein Deck ist ja eigentlich das leer, ne? Kann nochmal eine Horge zusiden, aber wofür soll es gut sein? Ich sehe gerade, ich habe neue Vehikel bekommen. Okay. Das wird wohl aufgeladen, das Deck, okay. Ich weiß nicht, ob es da einen Rhythmus gibt, wo das immer wieder neu voll gemacht wird oder in der letzten Minute ist oder so. Das ist vollständig voll, das Deck auf einmal, okay? Da wäre natürlich eine Meldung gut und auch eine Begründung wäre nicht schlecht. Aber es reicht ja trotzdem nicht in 44 Sekunden. Ja, was ist mein Gesamteindruck jetzt im Moment? Also, ich würde sagen, das Gelage nervt, die Übersicht nervt, auf nichts gebombt zu werden nervt, aber das liegt wahrscheinlich einfach nur in dem Move-Modus. Dann ist heute Abend vielleicht mal als Team versuchen. Ich kann mir vorstellen, dass wir einfach gerade über die Gegner drüber laufen, wenn die so spielen. Was mich halt am meisten stört, ist halt, dass ich nichts von den Kämpfen wirklich viel sehe. Ne? Man sieht halt die Modelle, wie die hier langfahren überall. Nicht die Modelle, die Icons. Man sieht nicht die Modelle, weil der Kontrast miserabel ist und die Modelle auch nicht skalieren anders oder so. Es gibt ja bei Spielen, wenn man das einstellen kann, dass sie zumindest ein bisschen größer dargestellt werden, wenn man das möchte. In jedem Fall, also wenn ich jetzt ein Wargame spiele oder ein Wano, dann sehe ich halt die Panzer, die Infanteristen. Hier sehe ich eigentlich fast immer nur die Modelle, die Icons. Ne? Dann braucht man auch keine Modelle ins Spiel reinpacken, ja? Dann kann man das eben auf einer Karte spielen, das Ganze. Genau, es war ein Unentschieden. Wir haben die ganze Zeit geführt, aber es war natürlich ein Unentschieden. Da muss man auch mal drüber reden, über solche Regeln. Ich habe natürlich alles verloren am Schluss, ne? An Truppen. Wundert mich jetzt auch nicht. Destruction, Losses. Also Destruction heißt wahrscheinlich, wie man einen Gegner getötet hat. Dann habe ich am meisten kaputt gemacht, Fragezeichen. Aber wenn mein DL... Ratio 0,78 ist. Ja gut, ich hab am meisten getötet, noch mehr verloren als die anderen. Das liegt halt daran, dass die Feiglinge alle hinten gestanden haben und nichts mehr getan haben an einem gewissen Punkt. Würde mich nicht wundern, wenn die zwischendurch in der Küche waren, Kaffee holen, ja. Würde mich nicht wundern. Naja. Also ich denke, dass wir schon das eigentlich hätten gewinnen können, hätten die Gas gegeben, aber ist ja bei so einem Spiel auch wurscht am Schluss. Ja, also wegen dem, ne, Lacken, Übersicht und vor allem, dass eben nur Icons kämpfen, das stört mich ein bisschen im Moment. Also im Vergleich zu Wano würde ich Wano im Moment immer noch massiv vorziehen. Wie gesagt, wir versuchen es heute Abend mal im Teamspiel und mal gucken, wie das dann Spaß macht. Auch wenn man vielleicht mal die Waffen und Waffensysteme kennt, hat ja nichts funktioniert. Ja? Kein einziger Bombing-Run, viele Waffensysteme mit Fragezeichen, aber man lernt auch mehr. Ich habe jetzt gelernt, wie man den Nachschub offensichtlich abwirft. Also da wird es natürlich auch ein Stück besser. Ja, gucken wir heute Abend mal. In dem Sinne, ciao, ciao.